Ja, hallo, servus und grüß euch. Herzlich willkommen zu meinem kleinen Ich lerne den Xbox-Controller kennen mit Hilfe von Dark Souls 2 The School of the First Sin. Das war jetzt hochintelligent von mir. Gleich mal die Hälfte Lebensenergie verloren. Oh, ich möchte nicht runterfallen. Ziel der Folge ist, und wie er mich noch trifft, Ziel der Folge ist, wir haben da unten die Möglichkeit, und zwar wo genau? Da, unter diesen Ästen, genau da voraus, wo mein Kopf jetzt ist, da gibt es eine Höhle. In dieser Höhle liegt eines der coolsten Schwerter fürs Early Game, das ihr überhaupt finden könnt. Das Ding skaliert mit Geschicklichkeit, mit Stärke und mit Magie, soweit ich mich erinnern kann. Ist ein magisches Flammenschwert und damit kann man tatsächlich Dark Souls im normalen Game durchspielen. Also zumindest habe ich es auf der PlayStation geschafft. Ob ich das jetzt auch schaffe, ich weiß es nicht, aber das werden wir herausfinden. Ah, verdammt. Shit. Was ich jetzt am wenigsten brauchen kann, ist, dass mein Dolch kaputt wird. Das können wir noch nicht tragen. Ja, zerbrochenes gerades Schwert. Dazu sind wir zu schwach. Auch dafür benötigen wir schon, 100 Schaden ist schon geil. 80 Schaden. Ja, wir müssen aufs zerbrochene gerade Schwert wechseln. Der Dolch war ganz nett. Aber leider kurz vorm kaputt werden. Und vor allem, wenn ihr so gegen Holzdinger haut oder so, werden die Waffen natürlich schneller kaputt. Macht ja Sinn, ist ja logisch. Aber halt extrem unvorteilhaft. So. Da wird es jetzt spannend. Da sind einige, so der hat uns entdeckt. Können wir den rauflocken? Fuck! So, ich habe die Orientierung verloren. Wo bin ich? Da bin ich. Ich bin voll in Troubles. Aber so richtig schön. Okay, da runterfallen ist nicht gut, aber da oben können wir zumindest one by one bedienen. Ja, das geht ja fast unter den Fußband. Komm rauf da. Alter. Mach uns das Leben nicht so schön. Puh! Mehr Glück als Verstand, aber das ist eine ganz gute Stelle. Theoretisch müssten wir da unten jetzt Zauber gemacht haben. Ist das Flakon? Ich wechsle trotzdem auf Istus. Naja, einer rennt da unten noch rum. Zwei. Ja, okay, aber die kriegen wir auch noch. Die große Menge haben wir erledigt. So, durchatmen. Kann ich eigentlich darüber springen? Probiere ich jetzt nicht aus. Ich möchte unbedingt dieses Schwert haben. Das ist relevant für den weiteren Verlauf dieses Scheiße. Da hinten. Oh Mann. Okay, also es gibt tatsächlich Content-Anpassungen für School of the First Sin. What? Mit Dolch war der one-hitted beim Backstep und damit nicht. Shit, was macht die Kröte da? Seht ihr das? Die ist kein Spaß. Ganz und gar nicht. Hat uns die gesehen? Nein, noch nicht. Okay, ich will nur... Immer schön stückchenweise. Nur jetzt nicht sterben. Und lauf, 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 lauf. Öffne die Tür, öffne die Tür, öffne die Tür. Ah, fuck, 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 fuck. Rein, 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 rein. Yes, I did it, I did it, I did it. Puh, okay.
darf ich vorstellen, Langschwert Feuer. Und sobald wir 10 Punkte Geschicklichkeit haben, überstehen wir damit jeden Angriff und jede schwierige Situation. Seele eines stolzen Ritters. Okay, wir hätten das Schwert. Wenn wir das ein bisschen aufleveln, dann kommen wir so richtig schön durch. So, und du bist an der Stelle, also die kommen normalerweise. Schaut sich das an, ich ziehe den fast nicht ab. Brück. Weg, weg, weg. Oh, 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 oh. Mädel. Wow. Na gut. Dann kriege ich dich halt auf die mühsame Seite. Weg. Und da ist jetzt wirklich relevant, immer die Ausdauer im Auge behalten. Und man braucht immer ein paar. So. Distanz, 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 Distanz. Man braucht halt immer genug Ausdauer, um. Boah, der kommt man nach. Nein! Und ich flieg da wieder runter, ich toll. Ja, er natürlich. Weg. Und drauf. Weg. Boah. 4 Schläge hintereinander. Das war nicht geplant. Und drauf. Oh, das war daneben. Mann, Mann, Mann. Weg. Ja, wenn ich wenigstens treffen würde, ne? Shit! Ihr seht das, niemals geizig werden. Lieber abwarten und tschüss. Zu einem verdammt hohen Preis. Ich habe nur mehr einen Lebensstein. Muss aber dazu sagen, viele habe ich verloren, weil ich Depp ja von oben immer wieder runtergefallen bin. So, du magst uns hoffentlich das Leben nicht ganz so schwer. Aber irgendwie mit dem Dolch waren wir effizienter unterwegs. Muss ich schon sagen. So, gibt es da hinten noch was zum Looten? Ich weiß es nicht. Oh ja, da gibt es noch was. Lebensstein. 3 Stück. Nice. So. Mal kurz die Lage abchecken. Schaffen wir es? Nein, schaffen wir nicht. Wenn ich den Ast bis zum Schluss laufe, einen Sprung darüber. Ich meine, da gibt es was zum Looten. Wollen wir das riskieren? Ich meine, 1298 Seelen sind jetzt schon nicht wenig. Ich weiß nicht genau, was da drüben liegt, ob es das wert ist. Okay, schauen wir mal. Schauen wir mal, dann sehen wir schon. Ich darf nur nicht vorher runterfallen, weil sonst war es das. Shit. Nope. Da steht noch einer. Da steht noch einer. Okay. Na dann. Raus da. Das, was ich wollte, habe ich erreicht. Wenn jetzt nichts schief geht, schaffen wir es nach Majula und können dem Schmied einmal seinen Schlüssel geben. Und unter Umständen haben wir noch genug Seelen, dass wir unseren Dolch reparieren lassen können. So, gerastet habe ich ja nicht, soweit ich weiß. Das bedeutet, da sollten wir eigentlich gegnerfrei sein. Sind wir auch. Gott sei Dank. Ihr wisst ja, wenn man rastet, werden die Gegner wieder zurückgesetzt und alles ist wieder dort, wo es mal war. Was das Leben jetzt auch nicht unbedingt leichter macht. Ihr habt zwar Heilmittel, aber ja, zu welchem Preis, ne? Gut. Oh, läuft ja fast schon richtig gut. Kaufen wir hier gleich nochmal. Gegenstand kaufen. Einfach damit die so schnell wie möglich nochmal Jula kommt. So 300. Ja, ich kaufe mal einen. Gut, zurück nach Majula. Ja, im Moment läuft's. Als Bettler. Mit pinken Haaren. Yeah, yeah, yeah. Machen wir dem mal die Hütte auf. Wie gesagt, das größte Rätsel ever, warum der nicht durch die Fenster einsteigt. Aber naja, ist halt ein Gentleman. Ah, yes, very good. Now I can get to work.
But first, let me set up. Come again later. Okay. Also wir können nicht gleich Waffen reparieren und einkaufen, weil er muss noch irgendwie alles herrichten und quasi vorbereiten. Das macht nichts, wir holen uns den Kurzbogen. Sonst gibt es ja da glaube ich nichts zu looten. Ja, guter Warnhinweis für alle diejenigen, die die Souls-Reihe nicht kennen. Wir könnten Leningrad jetzt attackieren und auch töten. Können wir. Ich glaube sogar die Smaragdbote. Das Spiel lässt das zu. Das Problem ist halt nur, wenn wir jetzt zum Beispiel das Marktbotin da jetzt über den Jordan befördern, war's das. Wir könnten dann das ganze Spiel lang nicht mehr leveln. Also entweder neu anfangen oder mit unserem aktuellen Level versuchen durchzukommen. Genauso wie Leningrad. Wenn wir den wegräumen, haben wir keinen Schmied mehr, der uns hilft, unsere Waffen zu verbessern. Also das Spiel lässt vieles zu, verzeiht aber eigentlich gar nichts. So. Dann werden wir gleich mal leveln, wenn wir da sind. Wir haben ja ein paar geile Seelen gefunden. Namenloser Soldat müsste, glaube ich, 500 oder 800 bringen. Ich weiß es nicht. 800. Und der Ritter sogar 1000. Nope, 2000. Ist nice. Vielleicht können wir uns sogar schon aufleveln auf Geschicklichkeit 10. Dann können wir das Feuerschwert verwenden. Das möchte ich ja unbedingt. Das wollte ich nicht. Und die wollte ich sprechen. Bearer of the curse. Seek souls. Seek the king, lest this land swallow you whole. Aufsteigen. Wie viel brauchen wir denn? Geschicklichkeit 8. Oh ja, das geht. Zwei Stück. Dann können wir Stärke ebenfalls hochleveln. Vitalität. Zweimal. Und Kondition. So. Geschicklichkeit 10. Das reicht uns einmal. Wir können das Feuerschwert verwenden. Ja, ich mach das mal so. Ich werde das so bereuen. Yay. Okay. So. Das bedeutet, wir müssten theoretisch... Tada. Und ihr seht es ja schon. Also wir haben Schlag. Moment, wie komme ich denn da... Hilfe. Nope. Das war die falsche Taste. Genau. Körperlicher Angriff und Feuerangriff. Und das sind schon einmal geile Werte. Wir haben da jetzt mit diesem geraden Schwert 80 plus 16. Das plus 16 entsteht halt durchs Leveln, durch die Verteilung in diverse Statistiken. Also Stats in Werte. Mit dem Feuerschwert haben wir jetzt schon 78 normalen Schlag, zwei weniger als jetzt mit dem gebrochenen Schwert und plus zusätzlich 78 Feuerschaden. Also irgendwas 156 oder so, wenn ich mich komplett verrechnet habe jetzt. Wieso kann ich das? Moment. Was brauchst du noch für Werte? Ach du Schande, Stärke 10. Ja, das ist jetzt blöd. Wir müssen jetzt mal kurzfristig... Wir brauchen auf Stärke noch was. Wie viel habe ich denn auf Stärke jetzt gelevelt? 8. Wir brauchen noch 2 Level auf Stärke. Na gut. Oh ja. Dann würde ich fast sagen, wir bewegen uns zurück und gehen mal ein bisschen Seelen farmen. Ich habe jetzt nur Augenmerk auf die Geschicklichkeit gelegt, aber so 8 Punkte dafür, okay. Das Problem ist, ich muss halt aufpassen, wir sind in menschlicher Form unterwegs, das heißt, wir können jederzeit auch von menschlichen Mitspielern überfallen werden. Oh, da wird es dann lustig. Wobei ich glaube, ich bin vom Level her noch zu schwach. Nichts hält mich auf. Ha! Titanitscherbe, die brauchen wir zum Verstärken unserer Waffen. Ich kann mich nicht erinnern, ob da jetzt so eine falsche Kiste dahinter dabei ist. Ich weiß es nicht. Ich hau einfach mal alles kurz rein. Es gibt ja die Mimics.
Die tun nur so, als wären sie Kisten. Gott, was habe ich da schon Herzinfarkte bekommen? Hüllensoldatenhelden. Weil das nämlich wirklich scary ist, wenn diese verdammte Kiste einen plötzlich attackiert und auffrisst. Handaxt, schimmernder Lebensstein. Okay. Da haben wir jetzt alles. Gut, weiter geht's. Und zwar muss ich aufpassen, da pennt einer im Eck und überfällt uns dann von hinten. Mal schauen, was der Schwert kann. Oh ja, das ist schon sehr fein. Noch feiner wird's mit dem Feuerschwert. Öffnen. Der Herr Owen wartet da, dass ihn wer ruft. Aber ich will den Gegenstand aufnehmen. Kleiner weißer Symbol-Speckstein und schimmernder Lebensstein. Mit dem Speckstein, alles muss versteckt sein, können wir selber so ein Zeichen hinterlassen. Und würde ich jetzt Hilfe brauchen, sprich, würde mich jetzt wer raiden, da steht dann die Invasion von Phantom, hast du nicht gesehen, könnte ich den da rufen und hoffen, dass das mal funktioniert. Weil das ist ja auch nicht immer so 100% fehlerfrei. Dark Souls-Spieler können ein Lied davon singen. Na gut. Das Auge wiederum, das da am Boden ist, das ist der Drachen-Eid. Das sind Kämpfer, die leveln sich eigentlich nur Player versus Player hoch. Ja, da haben wir einen göttlichen Segen. Na gut, hätten wir das auch erledigt. Riskieren wir es in menschlicher Form, wir brauchen ja ein paar Souls. Wir brauchen ja Seelen. Um zu leveln. So. Und du brauchst ein Wunder, dass du überlebst. Alter, oh, oder ich. Nicht so blöd reden und mich konzentrieren. Das Problem ist, ich fange an zum übermütig werden. Das lief jetzt bis jetzt so derartig gut. Und 3. 2. 3. Kann ich auch. Nur leider brauche ich für die 4 Schläge. Verdammt. Okay, die bringen 90 pro Schlag. Die Tür bekommen wir von der Seite nicht auf. Oh ja. Oh ja, der Nebel der Vergesslichkeit lichtet sich schon langsam. Das wird jetzt spannend werden. Wir müssen uns da jetzt ein ganz schönes Stück durchkämpfen. Moment. Wo war denn das? Ah, ja, da hinten. Gut versteckt. Wobei, ich muss ehrlich zugeben, ich würde das hier lieber mit dem Feuerschwert machen. Das heißt, ich weiß es nicht, ob ich da jetzt nicht einfach drauf loslevel. Sehr nice. Hüllensoldat Gamaschen. So. Ich dachte, ich höre Schritte. Die ist auch verschlossen. Okay, dann müssen wir da lang. Na gut, was uns hinter der Feuerwand erwartet. Aber eine passende Geste. Sehen wir in der nächsten Folge. Diesmal nicht. Danke fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen da. Ich bin draußen für heute. Ich wünsche euch was. Ciao, baba.